Ja, meine Damen und Herren, liebe Mitchristen, die Gegend hier, Fallendar und Umland, wird von Zisterziensern nicht gerade überschwemmt. Sie kommen eher selten, aber wenn sie kommen, hinterlassen sie Spuren. Das war schon beim ersten Zisterzienser, der diese Gegend besucht hat, so, beim heiligen Bernhard von Clairvaux. Er hat dem damaligen Gebietsherrn ein Pileolus, ein Scheitelkäppi, überlassen, das wir bis heute als Reliquie auf Niederwerth verehren. Mehr als eine Berührungsreliquie erwarten wir von unserem Referenten heute Morgen, nämlich eine Wirkung in unseren Herzen dank seiner Viva Vox, seiner lebendigen Stimme. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Karl Wallner vom Stift Heiligenkreuz. Ich bin sicher, dass Pater Wallner auch Spuren hinterlassen wird. Und warum bin ich so sicher? Weil es eigentlich überall so war, wo er tätig war. Und wo war er nicht überall tätig? Mir wird ganz schwindelig, wenn ich mir alles vergegenwärtige, was er an Einsatzfeldern so wahrgenommen hat. Man könnte sagen, er ist ein theologischer Allrounder, genau wie unser Pater Augustin. Er war Jugendseelsorger, Pfarrer, ist Dogmatikprofessor, war Gründungsrektor der päpstlichen philosophisch-theologischen Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz und neuerdings sogar Nationaldirektor des päpstlichen Missionswerks in Österreich. Nun, man darf wohl ruhig sagen, in all dieser Fülle von Aufgaben und Bezügen, in denen Pater Wallner steht, dürfte das Herzstück das Stift Heiligenkreuz mit seiner Hochschule sein. Und sein Mitbruder Pater Johannes Paul Schavan, der die Liturgiewissenschaften vertritt in Heiligenkreuz, hat über Pater Wallner gesagt, was die Hochschule Heiligenkreuz heute ist, verdankt sie zu einem überwiegenden Teil Pater Karl Wallner. Und jetzt sehen Sie eben, warum er Pater heißt. Pater heißt ja Vater und die Aufgabe eines Vaters ist es, Leben zu wecken und zu fördern. Und wenn eine theologische Hochschule heute über 300 Studierende unter ihrem Dach versammeln darf, da muss eine väterliche Kraft im Hintergrund sein. Nun, bei uns ist jetzt Pater Wallner als Redner, als Prediger und Lehrer des Glaubens. Und auch über die Kanäle des Fernsehens wirkt er eben, so wie Bernhard mit seinem Käppi, mit seiner Viva Vox, mit seiner Stimme. Und eine Wirkung seines Auftretens im Fernsehen durfte ich selber einmal wunderbar erleben. Ich kenne hier in Fallendar einen alten, etwas brummligen Gymnasiallehrer, ein Skeptiker, der aber von der Kirche nicht loskommt. Ja, das ist so die Generation der 30er, 40er Jahre. Da gibt es diesen Typus relativ häufig noch. Und der ist also bekannt für seine sehr kleruskritische Einstellung. Wenn er so wieder wütend war, wenn etwas Furchtbares über die Geistlichen erzählt wurde, hat immer gesagt, dieser Ruf aus der französischen Revolution, les prêtres à la lanterne. Und dann hat einmal ein Freund zu ihm gesagt, ja, aber warum guckst du dann immer EWTN? Dann sagt er, ja, weißt, da ist der Pater Wallner, den mag ich, weil der redet nicht um den heißen Brei herum. Also man kann sogar von Skeptikern geschätzt werden, nicht? Das ist eine wunderbare Gnade des göttlichen Geistes. Und ich würde es etwas anders formulieren, weil ich ja eher den Skeptizismus bekämpfe als pflege. Ich würde es so sagen, Karl Barth hat einmal gesagt, was ist eine gute Theologie? Eine gute Theologie ist die, die mir hilft, am Sonntagmorgen fröhlich zur Predigt aufzustehen. Also nicht mit Ach und Krach und ja, jetzt muss ich wieder predigen, sondern gerne zu predigen. Wenn eine Theologie das hinbekommt, dann ist sie gut. In diesem Sinn glaube ich, Pater Wallner, Sie müssen eine ausgezeichnete Theologie studiert haben, denn Ihnen führt man an, dass Sie sehr gerne tätig sind. Ihnen das Wort. Vielen lieben herzlichen Dank für diese Begrüßung, die eine eigene Beichte bei mir wieder notwendig macht, wegen der Hochmut. Eminenz, liebe Bischöfe, liebe Schwestern und Brüder, bin sehr dankbar, dass ich hier über das Verhältnis von Missio ad intra und Missio ad extra reden darf.
Ich werde sehr persönlich sprechen und auch die offene Sprache sprechen. Ich bin nicht für Diplomatie geboren und es ist auch keine Zeit mehr für Diplomatie in der derzeitigen Situation der Kirche. Wir müssen Klartext sprechen. Ich beginne aber biografisch. Als ich mit 18 meine Berufung bekommen habe, Priester zu werden, und ich wollte vorher unbedingt Medizin studieren, etwas erfinden, wofür es mindestens den Nobelpreis gibt, um die ganze Welt zu retten durch medizinische Erfindungen. Als ich meine Berufung bekommen habe, Priester zu werden, war ich sehr überrascht, dass mich Gott in ein Kloster geschickt hat im Wienerwald. Ich wollte nämlich auch als Priester irgendetwas ganz Großes machen. Ja, man kommt da, sind auch Seminaristen hier, mit einer gewissen Naivität, nicht also jetzt komme ich und dann und so weiter und so fort. Mein Kloster Heiligenkreuz, und das möchte ich schon erwähnen, ist in gewisser Weise eine von Gott geführte Sensation, 1133 gegründet. Das besteht ohne Unterbrechung. Eine Spezialität für uns in Österreich, denn wir hatten eben keine französische Revolution, keine Säkularisation, wohl aber einen klosteraufhebungswütigen Kaiser, Josef II., aber der hat per Handbillett dann Heiligenkreuz aus der Liste der aufzuhebenden Klöster rausgenommen. Wir haben auch 1683 überstanden, wo wir für 3 Monate verlassen waren, weil die Türken uns gebrandschatzt haben, und wir haben die 7 furchtbaren Jahre der Nazi-Diktatur überstanden. Wir bestehen ohne Unterbrechung. Wie ich eingetreten bin, hat mein Heimatpfarrer, der aus Holland stammt, gesagt, du wirst doch nicht so blöd sein und nach Heiligenkreuz gehen, die sind so konservativ, die singen noch gregorianischen Choral. Anmerkung, wir haben die Liturgie ganz des Zweiten Vatikanums, und da wurden wir von anderer Seite oft gebasht, eben nach Summorum Pontificum. Wir haben aber die Tradition, und das steht auch ausdrücklich im Zweiten Vatikanum, gerade dass die monastischen Gemeinschaften diese Liturgiesprache beizubehalten haben. Noch eine Anmerkung, wenn man 3 Stunden miteinander singt, und beim gregorianischen Choral kommt es darauf an, mehr auf die anderen zu hören. Das furchtbarste Urteil, was du bekommen kannst, ist, wenn Jugendliche nachher kommen, voll cool, was ihr da singt, und dich hat man so schön rausgehört, Pater Karl. Ja. Wenn man 3 Stunden miteinander singt, dann wirkt sich das auch psychologisch auf eine Gemeinschaft aus. Damals hätte man nicht gedacht, dass wir mal 2008 mit einer CD in die Top 10 der Popcharts gehen und ich in Wetten, dass deshalb sitzen werde, um diese CD zu promoten. Also ich wurde da in dieses Kloster geschickt damals und wollte eigentlich Missionar werden. Und im Nachhinein muss ich jetzt sagen, das war schon sehr klug gedacht vom lieben Gott. Heute haben geprägte Gemeinschaften durch die Mittel der Medien mehr Möglichkeit auszustrahlen, als es Missionare hatten, die früher vereinzelt hinausgehen mussten. Das haben wir noch nicht realisiert in der Kirche. Die Medien drehen alles um, ja? Und das müssen wir realisieren. Unsere Montagsmesse, die über EWTN übertragen wird, sehen mindestens 40.000 Menschen. So viel gehen am Montag live nicht in die Kirche im ganzen deutschen Sprachraum. Ja, also das ist die Realität, die wir heute haben. Heiligenkreuz ist in sich von Gott einfach rausgehoben worden, ein bisschen als ein Antidepressivum. Wie ich eingetreten bin, waren wir 42, jetzt sind wir 101 und wir werden heuer 6 feierliche Professen haben, also dann sind wir 107 und so weiter. Wir haben in Bochum schon gegründet, 88, wir haben heuer in Sri Lanka ein Kloster eröffnet und das Kloster in Neuzelle in Brandenburg ist vielleicht auch bekannt, das aber noch viel Gebet und Gnade jetzt eben braucht. Dort sind ja nur 6% getauft im Süden von Berlin. Die Hochschule, das ist die zweite Wirklichkeit, die mich sehr prägt, aber wo ich das Gefühl habe, sie war auch nur eine Episode, also die Hochschule eben, die ich seit 99 leiten durfte, 1802 gegründet, nur für den eigenen Ordensnachwuchs, seit 1976 ein externes Priesterseminar von Regensburg, mittlerweile heißt das Leopoldinum, und dann eben gewachsen durch verschiedene Umstände. Also das war eine sehr merkwürdige Geschichte, die ich jetzt nicht ausführen möchte. Ich glaube, die Spezialität von Heiligenkreuz ist, dass wir auf etwas reagieren, das durch bloß akademische Theologie nicht bewältigt werden kann. Denn die Studenten, die zu uns kommen, die brauchen nicht nur gute Theologie, die brauchen ein Gesamtpackage von Glaubenserfahrung, von Lebenserfahrung im christlichen Glauben. Wir haben sehr viele Studenten, die kommen, weil sie irgendwelche Erlebnisse hatten. Ich habe einen zum Beispiel aufgenommen nach dem Weltjugendtag in Krakau, ist er ausgestiegen mit 80 anderen Jugendlichen vor der Hochschule zu mir ins Rektorat. Ich glaube, ich könnte Priester werden wollen.
kann ich mal studieren. Ja? Also ein charismatisches Erlebnis. Und dann brauchen die Leute eben mehr als nur eben jetzt Information über den Glauben, sondern sie brauchen auch das gelebte Zeugnis. Und da hat sich so ein Campus einfach bei uns entwickelt, 15 Kilometer neben der Metropole Wien. Und ich zitiere hier immer die berühmte Multioptionalität, die wir heute ganz einfach faktisch in der Gesellschaft haben und die sich ja überall durchschlägt, dass man sich viele Optionen offen hält und sehr retardierend in den Entscheidungsprozessen ist. Wir haben das beim Heiraten ja auch. Hieß es früher, drum prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es heute, drum prüfe ewig, wer sich bindet. Und das ist bei den Berufungen noch viel, viel dramatischer. Die Hochschule ist gewachsen, wir sind aber in Heiligenkreuzach gewisserweise an einem Ende angekommen, also mehr als monastisches Leben mit Jugendseelsorge, die wir sehr dicht dort haben, Gästebetreuung, Hochschule, mehr geht einfach nicht in dem Wienerwaldtal. Deshalb habe ich es dann auch angenommen, wie 2016 die österreichischen Bischöfe mich dem Papst vorgeschlagen haben, mich zum Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke zu machen. Auch weil ich das Gefühl hatte, also irgendwie, man kann da nicht ewig weitermachen im selben und es sind viele gute Junge da, Jugendseelsorger und so weiter, das wurde alles abgegeben. Und ich, vielleicht war der eigentliche Grund, ich habe es gerade dem Herrn Kardinal gesagt, dass ich zu viele Spenden für die Hochschule gesammelt habe und die Bischöfe das umleiten wollten. Aber ich muss sagen, es ist nicht ganz so leicht für die Weltmission Spenden zu sammeln, wie es leicht ist für die Hochschule Spenden zu sammeln. Weil die Gläubigen wollen Zukunft für die Kirche hier haben, ja, ganz stark. Und deshalb bekommen wir sehr viele Spenden rein. Aber ich glaube, es wird gelingen, ich werde darüber auch sprechen, dass wir diese Verbindung zur Weltmission brauchen. Wenn ich den Papst jetzt treffe als Nationaldirektor, das ist auch sehr hübsch, unter einem Theologenpapst durfte ich eine Hochschule leiten, die er nicht nur zur päpstlichen Hochschule erhoben hat, sondern 2007 auch persönlich besucht hat, die nach ihm benannt ist, Benedikt XVI. Und jetzt unter einem Missionspapst bin ich für seine, wie er immer sagt. Siete i miei, ja? Ihr seid meine päpstlichen Missionswerke, sagt uns der Papst immer, nicht? Also unterlebt er immer auf. Ich habe ihn 8-mal getroffen in diesen 2,5 Jahren jetzt persönlich, das ist auch interessant. Er sagt uns immer ein paar Sachen, die immer gleich sind, ja? Franziskus sagt uns, ihr seid keine NGO. Das Spendensammeln ist nicht das Wichtigste. Beginnt mit der Mystik, mit dem Gebet. Habt neue Ideen, seid kreativ und lasst nicht so sein, wie es bisher war. Macht alles besser und anders. Ja? Ganz typisch. Nicht? Und das Fünfte ist, versetzt eure Heimat in eine missionarische Aufbruchstimmung. Und so habe ich das auch verstanden, diese Einladung zu diesem Vortrag jetzt eben hier. Schauen wir zunächst einmal auf die Weltkirche. Ich bin ein Dilettant, ich habe das nicht studiert, ich habe nur einfache Dogmatik studiert. Hansus von Balthasar ist mein großes Vorbild und deshalb auch die Begegnung mit dem protestantischen reformierten Raum Karl Barth. Ich verwende dieses Buch sehr stark, auf das wir auf einer Dogmatikertagung in Innsbruck gestoßen sind. John L. Allen, leider vergriffen, The Future Face of the Catholic Church, 2009 erschienen. Er ist ein amerikanischer Korrespondent des National Catholic Reporter und er bringt in diesem Buch, das den deutschen Titel trägt, Das neue Gesicht der Kirche, die Zukunft des Katholizismus, Thesen, die ich beeindruckend finde, verbunden mit unglaublich präzisem und starkem und vielfältigem statistischem Material. Das ist immer wichtig, dass man heute auch Soziologie und Statistik und so weiter betreibt und davon spricht, über Zahlen. Ich bin von ihm deshalb fasziniert, weil er 2009 einen Papst vorausgesagt hat, der eben jetzt aus den Ländern des Südens kommt. Er sagt das für 2050 voraus, der kam aber schon 2013, also 4 Jahre später. Er sagt voraus, dass dieser Papst dann auf dem Petersplatz Heilungsgottesdienste abhalten wird. Man kann das live erleben, wie Papst Franziskus sich endlos Zeit nimmt, um dort die Kranken zu segnen. Er sagt unter anderem voraus, dass es doch sinnvoll wäre, mal die Bischöfe aus jener Gegend der Welt zusammenzuholen, um über die globalen Probleme zu sprechen, wo die meisten Katholiken sind. Das ist das Amazonasgebiet. Wir werden die Amazonien-Synode heuer eben haben im Herbst. Also da ist viel Prophetisches drinnen, deswegen denke ich mir, John Allen kann nicht so ganz falsch jetzt eben liegen. Er bringt auch die Situation in Europa, die meines Erachtens dramatisch ist, denn wir haben hier das Krisengebiet Nummer 1 der Kirche.
dass man zum Beispiel daran sieht, dass die Zahl der Priesterberufungen in den letzten 3 Jahren das erste Mal statistisch runtergeht. Schuld ist nicht, dass die Berufungen nicht in den Missionsländern stark wachsen. Wir haben in Afrika 29.000 Seminaristen in Ausbildung auf 56.000 Priester. Aber wir haben eben jetzt das Phänomen, dass in Europa eine Generation von Priestern einfach abtritt. Und unser Priestermarkt ist eben, wie allen bekannt ist, ja dramatisch. Wir haben statistisches Material, das uns beunruhigen sollte. Wir haben gestern Gott sei Dank einen Vortrag vom Herrn Kardinal gehört, der alles eingeordnet hat, denn Statistik ist es nicht, aber Statistik ist doch etwas, das wir wahrnehmen sollten eben jetzt. Wie ich geboren worden bin, 1963, waren 87% der Österreicher katholisch, jetzt sind es 58%. In Wien, wo ich jetzt bin, sind es nur mehr 38%. Und das geht sehr, sehr schnell nach unten eben jetzt. Uns hat faktisch in den letzten Jahren hier in Europa nur die gestiegene Lebenserwartung gerettet. Also das muss man ganz realistisch sagen, wenn man sich die Statistik oder den Altersschnitt auch der Spender zum Beispiel bei Missio anschaut, das ist ja wirklich ganz eindeutig. Was mich sehr beunruhigt hat in der Shell-Jugendstudie, ich empfehle Ihnen nicht kirchliche Studien zur demografischen Entwicklung, und die letzte Shell-Jugendstudie von 2015 hat 32 Seiten über die Religiosität der jungen Deutschen. Und ich erlaube mir, das auch für Österreich eben jetzt parallel zu sehen. Und dort wird eben analysiert, dass von den jungen katholischen Deutschen nur 9% beten. Also das sind die, die in der Kirche sind. Und von denen beten nur 9%. Ich glaube, Johannes Hartl wird das heute am Nachmittag ja sagen. Wir haben als erste These des Mission Manifest eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ich sage dazu, dass wir nicht erwarten, dass jeder eine Mutter Teresa sein wird von den zukünftigen Katholiken. Aber wir brauchen ein qualitatives Christentum, das aus dieser Beziehung zu Jesus Christus auch lebt. Und das ist derzeit nicht vorhanden. Ja? Und solange sich da nichts ändern wird, nicht, also werden die Statistiken weiter hinuntergehen. Noch etwas, das interessant ist, wir haben heuer das erste Mal in England, ich hatte gerade Kontinentaltreffen der Nationaldirektoren von Europa in Amsterdam, wo schon ein Gutteil der Kirchen umgewandelt ist, in Konzertsäle, aber der Nationaldirektor, Father Anthony Chantry von England, hat uns mitgeteilt, dass das erste Mal in England weniger als 50% getauft sind. Also wir haben weniger als 50% Christen in England, und das wird in anderen Ländern auch sehr schnell jetzt eben dann eintreten. Das Erste, was wir brauchen, wenn wir über Mission reden, ist Realismus. Ich werde oft kritisiert, wenn ich solche Sachen jetzt eben sage, das ist so pessimistisch und Gott wird schon eingreifen. Ja, ja. Das ist Instrument dazu, ja, Sacramentum Mundi, um einzugreifen, nicht? Also Sacramentum wird vom heiligen Thomas formuliert als eine formale Wirkursache, nicht? Also das ist die Kirche, ja? Also wir sind die Truppe, die Gott eben ausgeschickt hat, damit eben jetzt Jesus Christus in seinem Heilswirken in die Geschichte hineinkommt. Das sind wir, ja? Also wenn wir dieser furchtbare Gnadenfatalismus, ich weiß nicht, wo der herkommt, nicht? Also das ist wie Raumschiff Enterprise, wir beten jetzt und dann beamt Gott die Zukunft der Kirche runter, ja? Also wo steht das, nur beten? Ja, also ich bin Mönch, ich bete 3 Stunden am Tag, wenn ich im Kloster bin. Also wir brauchen mal diesen Realismus, wir brauchen auch den Schmerz über die Situation hier. Also man muss auch darunter leiden. Ja, wenn einem das nicht wehtut, was ist das dann für eine Glaubensüberzeugung, für eine Liebe eben jetzt zu Jesus? Was ist das, was habe ich da an wenn man im Management spricht, nicht, was habe ich für eine Produktüberzeugung? Ja, wenn es mir wurscht ist, ob die anderen eben jetzt auch diese Freude, die mich erfüllt, teilen oder nicht. Ja, also den Schmerz mal zulassen. Wenn man zugleich in die Weltkirche schaut, und ich nehme exemplarisch Afrika jetzt heraus, nach den Zahlen des Annuario Pontificio 2019, das vor 3 Wochen erschienen ist, die Kirche in Afrika war vor 100 Jahren, machte die nur 1% eben jetzt der katholischen Kirche aus. Heute, damals waren 65% in Europa, und vor 100 Jahren waren nur 2 Millionen Afrikaner katholische Christen. Heute sind wir 230 Millionen und die Kirche boomt dort. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber in Österreich haben wir bereits in hohen kirchlichen Funktionen nigerianische Priester als Dekane eben jetzt, die andere jetzt eben leiten. Ich habe schon gesagt, wir haben 52.829 Priester, 71.000 Ordensfrauen, Tendenz stark steigend in 29.000
Priesterstudenten. Wir müssen da auch schauen, dass die Ausbildung gewährleistet wird. Das ist unsere Aufgabe. Misse Österreich hat allein seit 1980 haben wir 25.800 Priester die Ausbildung, Priestern die Ausbildung finanziert. 82 davon sind bisher Erzbischöfe und Bischöfe. Wir haben 6.476 Krankenhäuser, 53.000 Schulen, auch in Ländern, die mehrheitlich muslimisch sind, etwa Senegal, wo meine erste Besuchsreise hingegangen ist, hat auf 5% Katholiken dort, 35% der Bildungseinrichtungen betreut. Das wird hoch geschätzt, deshalb gibt es im Senegal auch eine große Harmonie zwischen dem Islam und zwischen dem Christentum. Wir selbst haben von Missio deshalb auch Projekte. Wenn uns ein Bischof darum bittet, bauen wir auch einem muslimischen Dorf einen Brunnen. Ja, das ist sehr gut für das Verhältnis untereinander. Oder bauen eine Schule und so weiter. Das ist einfach gut. Allerdings hatte ich dort auch im Senegal 2016 ein persönliches, spirituelles oder dogmatisches Problem. Denn wir waren eingeladen bei einem Führer einer muslimischen Bruderschaft von 45 Millionen Muslimen. Und der hat, also hat's wie ein Papst, also das war wirklich also eine Audienz, wir mussten 2 Stunden warten und das war ein richtiger Palast und dann wurden wir vorgelassen und ein sehr betagter spiritueller Mann, ein Greis mit 5 Frauen übrigens, ja gut, also auf jeden Fall, aber es war eine sehr eindrucksvolle Begegnung, hat geheißen, da waren auch die Bischöfe mit, der hat ein paar Minuten Zeit für uns, es war dann über 1 Stunde, der hat nur geredet über die islamischen Hassprediger, die von Saudi-Arabien geschickt werden. Ja, der hat uns am Schluss gebeten, es war auch unser Referatsbischof von Österreich mit dort, er hat uns am Schluss gebeten, wir sollen jetzt mit ihm beten, dass die Hassprediger nicht weiter ins Land kommen. Und dann habe ich mir überlegt, kann ich mit einem Muslimen beten? Also, ich weiß nicht, Herr Kardinal, ich habe mich dafür entschieden, mit ihm zu beten, dass die saudi-arabischen Hassprediger nicht weiterkommen. Aber das wäre ein eigenes Thema eben jetzt, weil ich die Situation in Afrika auch sehr anders wahrnehme durch meine Besuchsreisen, als man sie jetzt eben vom Hörensagen oder durch das, was die Medien bringen, jetzt eben kennt, etwa die furchtbare Hegemonie von China, nicht, die wir in allen Ländern dort haben, die sich dort Roboter-Arbeiterstaaten jetzt eben schaffen, nicht, und ohne moralischen Hintergrund, die EU und so weiter, wir kommen immer mit der Moralkeule, das tut China nicht, die wollen einfach materialistisch dort eben jetzt abgrasen und so weiter und so fort. Ich habe dort sehr Aufregendes auf meinen 7 Berufsreisen jetzt eben erlebt, vor allem eine große Lebendigkeit, die ganz, also ich sage, ich lebe seit 2,5 Jahren in einer völlig neuen Kirche. Ich durfte in Heiligenkreuz wirklich an einem Ort des Lebens bisher sein, nicht? Und jetzt in einer neuen Weise eben durch dieses Andocken an die Weltkirche. Freilich macht das den Kontrast und den Schock dann zu dem, was ich jetzt in meiner neuen Lebenssituation in Wien erlebe, also nochmals größer eben jetzt. Wenn du zum Beispiel in Sri Lanka bei einem normalen Sonntagsgottesdienst musste ich 600 Kinder durch Handauflegung segnen. Ja, also da kriegst du einen Bandscheibenvorfall, also das ist dann auch anstrengend, das Ganze und so weiter, nicht? Und natürlich, die haben eine andere Dynamik und das liest man beim John Allen, also der analysiert das meines Erachtens sehr gut, auch andere Zugangsweisen, denen sind andere Dinge wichtig im Glauben als uns, die Liturgie muss dort einfach anders sein, weil die Mentalität anders ist. Es gibt, ja, also ich habe einen Freund, das ist ein Turkaner, der stammt aus Kenia, dort gibt es im Norden eben den Turkanasee. Er schaut aus wie ein Maasai, ist fast 2 Meter groß, studiert in Rom, war dort Pfarrer, ist mit 14, hat einen Löwen getötet, da war er noch Moslem. Dann ist er getauft worden und wirklich ein prachtvoller Priester. Und ich hatte ihn zu Silvester bei uns in Heiligenkreuz, wo wir so einen wirklich auch für uns groovenden Silvester-Jugendgottesdienst haben. Ja, und er hat sich dann, saß neben mir bei dieser Messe vor Mitternacht und hat sich dann zu mir geneigt und mich gefragt, Vater Karl, is this a funeral? Ist das...